Hi, herzlich willkommen bei Locals, bei unserer zweiten Episode. Heute haben wir den Louis zu Gast. Hi Louis, schön, dass du hergekommen bist. Wie geht's dir denn? Ja, kann ich klagen. Hab da hier mein Bier bekommen, hab mein Energy-Drink bekommen. Du wohnst direkt im Tunnel, ne? Ja, um die Ecke. Um die Ecke, da haben wir uns ja sogar mal getroffen. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an diese Nacht. Mir ist so gewesen, also von dieser Nacht hast du uns sehr viel erzählt, aber war da nicht sogar auch dein erster Auftritt? Es war mit 16 mein erster Auftritt dort, weil mein Bruder hatte dort, der macht auch Musik und hatte dort ein Konzert. Und er ist dann irgendwann mal zu mir gekommen und hat gesagt, wie geht dieser eine Song von Pearl Jam, den würde er gerne dort performen. Und ich sag so, Elderly Woman Behind a Counter in a Small Town. Und aus irgendeinem Grund habe ich mit 16 dann gedacht, so, ja, kann ich den vielleicht singen? Und er schaut mich so an und so, ja. Und nach dem Song haben alle geklatscht. Und ich denke mir, ja, das ist eigentlich etwas, womit ich leben könnte. Ja, geiles Gefühl, ne? Ich habe sogar noch die Aufnahme auf einer alten Kassette und habe mir das mal angehört, Jahre später. Und denke mir, fuck, das war wirklich scheiße. So geht's vielen, glaube ich. Ja, und du hast ja auch eine Schauspielausbildung gemacht. Ja, ich bin hingekommen, weil ich mir eben gedacht habe, ja, Musik, das ist nicht so in Österreich. Ja. Deswegen machen wir das nächste Brotlose. Und habe mich dann angemeldet bei der Schauspielschule und bin da irgendwie reingerutscht, weil dadurch, dass ich ein ziemlich fauler Mensch bin, war es irgendwie so, Freitag war der letzte Tag, wo man sich anmelden konnte. Und ich habe gesagt, ja, Montag wird es schon gehen. Und am Montag bin ich dann hingegangen und dann haben wir irgendwie so gleich ein Bewerbungsgespräch gemacht mit so, ja, ich gebe Ihnen hier ein Skript und Sie lesen das einfach Cold Reading. Cold Reading nennt man das nämlich. Okay. Und dann haben sie gesagt, so, ja, passt. Und ich war eigentlich der Einzige von dieser Klasse, der nicht diese drei Monologe auswendig lernen musste. Okay. Suckers. Du hast ja auch gerade angesprochen, dass du auch sprichst oder vielleicht Sprecherrollen hast. Was hast du da so gemacht? Ich habe vier Jahre lang als Nachrichtensprecher bei LaunchFM gearbeitet und es ist halt immer diese gleiche Melodie beim Nachrichten, so im Studio, du in Ostets, Ukraine. Jeder Nachrichten oder die meisten Nachrichtensprecher haben halt diese Schiene, dieses, es interessiert mich eigentlich gar nicht, was ich spreche. Deswegen wollte ich das einfach nicht mehr machen und versuche halt jetzt als Sprecher für Werbungen, viel besser ist, kaufen Sie dieses Scheißprodukt. Ja, und wir haben ja auch herausgefunden, dass du modelst, Louis. Und wir haben da ein sehr schönes Foto von dir gefunden, was wir unseren Zuschauern nicht vorenthalten möchten. Wie lief das so mit dem Modeln? Gut? Hast du schöne Projekte bekommen? Ja, also damals, als ich die Bierwampe noch nicht hatte, waren ein paar gute Tage dabei. Ja. Und was ist die Geschichte hinter dem Bild da speziell? Dass ich mir gedacht habe, es gibt jetzt die ganzen Bilder auf den Zigarettenschachteln. Und ich habe mir gedacht, das wäre auch nur für sich ein super Casting. Und ich wollte mir das mal vorstellen, wie die Leute sind, die auf diesen Bildern sind. Dadurch, dass ich bei sehr vielen Castings war, fände ich die Situation wahrscheinlich sehr lustig, wie so, es muss irgendwie impotenter ausschauen. Ein bisschen impotenter ausschauen. So, ja, mehr so, ja, das geht schon in die Richtung, ja. Und kannst du uns noch erzählen, mit wem du sonst so Musik gemacht hast oder was für Bands du schon hattest? Nein. Geht dich gar nichts an. Geht dich gar nichts an. Nein, sehr viele sogar. Das Problem ist immer bei mir, dass ich nie den Namen gefunden habe. Und ich mache ja auch mit meiner Freundin mache ja auch Musik. Wir wohnen zusammen, sie spielt Geige, ich mache halt das, was ich mache. Und da haben wir eigentlich auch nicht wirklich einen Namen. Gibt es da denn was zum Anhören von dir und deiner Freundin oder von deinen ganzen alten Projekten auch? Ja, und das hört ihr jetzt. Gut, das hören wir nicht jetzt, aber das könnt ihr hören auf YouTube. Okay. Und du spielst ja auch gleich einen Song für uns. Worum geht's denn da eigentlich? Da geht's auch um Familie. Das ist ein Song, der sehr oder ganz anders aufgebaut ist als die anderen Songs, die ich habe.
Ich denke an und für sich, wenn ich Songs schreibe, nie wirklich nach. Machst du mehr vom Gefühl her einfach, ja, oder? Und Flow. Wenn es dann nicht fürs Radio passt oder sowas, dann soll das halt derjenige machen, der das dann produziert. Aber für mich ist es dann so, ah ja, es ist irgendwie hier aus dem Kopf weg und ja, passt. Ja, vielen Dank fürs Interview, Louis. Wir haben es sehr genossen und auch den Abend im Tunnel. Ja. Und jetzt hören wir den Louis Nostitz mit dem Song Carry On.